Hallo liebe Leute, wir sind am Start mit Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben es erreicht, dass die nächste Insel, das war die nächste Stadt. Und wir werden jetzt hoffentlich unser letztes Teammitglied oder vorletztes vielleicht sogar in Empfang nehmen. So, nehmen wir das mal mit. Ja, genau. Ich quatsche eigentlich noch gerne mit den Leuten. Das mache ich auch noch schnell. Und das ist mal die junge Dame hier mit dem Magma. Was hast du denn da? Piero, der Räderleiter der Zidoma-Insel ist ein seltsamer Mann. Er hatte schon gelebt, bevor das Labor gebaut wurde. Okay. Zidoma-Insel-Labor. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal rein. Ja, ja. Ja. Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon so neugierig. Sehr löblich. Wir widmen uns hier täglich der Erforschung der Pokémon. Es kommt auch vor, dass Leute seltene Pokémon zum Gutachter vorbeibringen. Dieses Sofa ist total weich. Ich fühle sich an, als würde man auf Wolken sitzen. Das hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings mit unseren Gästen ab. Wenn er nicht gerade mal belegt ist, kommen manche Forscher ja, um sich von der Arbeit zu drücken. Okay. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden. Das stammt sicher von einem seltenen, unzeitlichen Pokémon. Ja. Du? Hey, du da! Rennen auf dem Gang ist verboten! Hey, das wollte ich schon immer mal sagen. Das habe ich bereits gemacht. Ich bin normal gelaufen. Was für eine Katastrophe! Jetzt habe ich doch tatsächlich aus Versehen mit einem nicht abwischbaren Stift geschrieben. Wie soll ich die Tafel einfach umdrehen, auf der Rückseite beschreiben? Ja, ist leider nicht sichtbar, lesbar, was ihr da geschrieben habt. Evoli kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Tja, aber dann Evoli scheint keine Lust darauf zu haben, sich zu entwickeln, was? Ne, scheinbar nicht. Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, um uns Forscher mithalten zu können? Ha, du kannst doch nicht mal eine Petrischale von einem Reagenzglas unterscheiden. Tja, man hat er sich nicht einfach so verhöhnt. Ich habe jetzt seit Tagen nicht geschlafen. Nimm das hier als Entschuldigung. Ja, die Tim 2, Verhöhner. Tim 2 enthält die Attacke Verhöhner. Sie zwingt Gegner dazu, nur noch Attacken einzusetzen, die Schaden verursachen. Gut, dass ich Pokémon habe, die fast alle nur Schaden verursachen. Für Bewohner der Kanto-Region sieht dieses Gerät auf den ersten Blick womöglich wie eine Waschmaschine aus. Es ist aber keine. Okay, ich hätte das für einen Kopierer oder so gehalten. Na gut. Ah, ich habe einfach so viel zu tun. Okay, ein interessantes Item haben wir schon bekommen. Das ist nämlich das. Die TM2, die wir bekommen haben. Jetzt gucken wir uns hier noch schnell um. Wenn ich so lange auf dem Computerbildschirm starre, strapaziert das ganz schön meine Augen. Ich sollte etwas Pause anlegen. Es ist wichtig, seine Augen mal eine Auszeit zu gönnen. Vielleicht sollte ich mich zusammenrollen und fossil werden. Dann könnte man mich in der fernen Zukunft wiederbeleben. Mal hier. Okay, das dachte mir jetzt, ist irgendwas Interessantes, was wir sehen könnten. Hallo. Ich wäre wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ich erforsche unermüdlich seltene Fossilien. Hast du ein volles Fossil dabei? Ja, Dummfossil. Oh cool, Dummfossil. Ich denke, das ist ein Fossil des lange ausgestorbenen Pokémon Kabuto. Dank der Maschine, die ich entworfen habe, kann ich sein Pokémon zurückverwandeln. Möchtest du, dass ich das Fossil an den Pokémon zurückverwandle? Klar, gern. Mach schon, gib mir nicht her. Das Experiment ist geglückt. Hier. Der Fossil war ein Kabuto, ganz wie ich es vermutet hatte. Ja? Ich erhalte ein Kabuto. Und das ist das Pokémon. Es ist auch noch weiblich. Das ist natürlich jetzt alles anders gut. Scheiße. Weil Kabuto sollte ich eigentlich 7 leben. Na gut, dann müssen wir ein weibliches Kabuto trainieren. Na, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ich hätte es gerne als männliches Pokémon gehabt. Naja, egal, scheiß drauf.
kaputt ist Level 44. Ja, wie gesagt, Kabuto ist das letzte Teammitglied, was ich haben wollte. Also Kabutops dann später. Wie gesagt, ein Pokémon, was nicht unbedingt jeder im Team hat. Aber das wollen wir dann mal gucken. So, dann versuche ich mein Team mal ein bisschen aufzubauen. Wenn es dann irgendwie möglich ist. Fangen wir an mit Siedewasser. Wasserdüse, Steinwurf, du kannst sogar Steinhagel schon. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Surfer bringe ich dir noch bei, mein Freund. Weil du bist wie ein Wasser-Pokémon. Und dadurch, dass du schon Steinhagel kannst, bringe ich dir erstmal den Steinwurf ab. Soweit alles an Attacken, die wir einem Pokémon beibringen können. Unserem Pokémon beibringen können. Gut, wie gesagt, wir haben unser letztes Teammitglied gefangen. Vielleicht sogar, wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gibt, eins noch zu fangen, dann weiß ich, welches Pokémon. Und ja, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Was mich ein bisschen ärgert, dass es ein weibliches Pokémon ist. Das hätte ich gerne als männliches Pokémon gehabt. Aber ich kann es halt auch nicht drehen und ändern. Ah, ich hätte vielleicht sogar noch ein Feuer speichern können. Ja, nicht die einzige Variante noch gewesen. Gut, dann gucken wir uns nochmal im Pokémon-Zentrum. Da haben wir nämlich auch noch nichts alles gemacht. Ich wollte die Arena jetzt die Dubai-Insel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht in dieser Villa, der ein Freund des Arena-Alters gewohnt haben soll. Was? Hast du eigentlich viele Freunde? Soweit ich weiß, werden mit Freunden getauschte Pokémon schneller stärker. Es kann sicher nicht schaden, das mal auszuprobieren. Wenn du die Entwicklung eines Pokémon abbrichst, kannst du weitere Attacken lernen. Manchmal lohnt es sich sogar, die Entwicklung zu verzögern, bis eine bestimmte Attacke gelernt hat. Interessierst du dich für den Typ Unlicht? Wenn ja, dann ich halt von dir im Tausch gegen ein Mauzi von Typ Unlicht anzubieten. Warte mal, ich glaube, ich habe noch eins. Ja, tatsächlich hier. Hast du dich entschieden? Dann lass es gleich zur Sache kommen. Genau, wir kriegen jetzt das Alola-Mauzi und tauschen dafür unser Kanto-Mauzi ein. Gleich haben wir ja schon mit Kick da gemacht. Und deswegen kriegen wir von Bösbert sein Mauzi. Mauzi von dem Unicht sind ziemlich niedlich, habe ich recht. Ja, ich finde die ziemlich komisch, gerade die Weiterentwicklung. Das komische Gesichter. Aber das sind diese komischen, wie heißen sie? Bitte Short Hair oder so heißen sie, glaube ich. Die sind ja auch so dunkelgrau mit so einem komischen runden Gesicht. Ja. Gut, ja, in die Arena können wir leider noch nicht rein. Aber das machen wir jetzt dann gleich. Hin und wieder sehe ich, wie Vorstellungen der Pokémon in der Arena verschwinden. Und sie dann etwa Experimente durchführen. So, weiter. So, dann haben wir, glaube ich, alles hier soweit mit abgearbeitet. Nein, wir haben das Labor. Das Pokémon. Den Supermarkt haben wir noch nicht fertig gearbeitet. Für den Fall der Fälle sollte man jede Menge Items bei sich tragen. Ja, ich werde mir auch ein paar Super-Tickets gleich kaufen. Hast du das Item an X-Angriff verkaufen? Ist doch ein Kampf so nützlich, dass du den Angriffswert erhöht. Oh, warte mal, ich hab doch noch. Hab ich nicht immer Sonnenbrust? Fällt mir da ein? Ja, ich hab noch zwei Sonnenbrust. Ja, ich kann eine kaputte Wette entwickeln. Also gar nicht zu trainieren, dann kann ich das direkt weiterentwickeln. Dann wollen wir mich direkt hoch auf Level 46. Herzlich willkommen, Kabutops! Eins meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Und deswegen dachte ich mir, jetzt nehmen wir es mal ins Team.
gut, dass mich die Schlitzer lernen. Das wird für diesen scharfen Klingen natürlich sehr, sehr krass werden. Gut. Du hast eine Stärke von 40, 60, 90, 80. Ja, wir nehmen so auf jeden Fall ins Boosted mal. So. So, Flottbonbon. Mentalbonbon. Spezialverteidigung. Okay. Über die kriegst du mal 3 Stück. Stärke Bomber. Okay. Und reicht okay, auch noch eine, komm. So, Gripsbonbon, um den Spezialangriff zu steigern. Kann ich auf Freischuss ziehen. So, dann machen wir nochmal schön ins Team, weil ich muss nochmal ganz kurz was tauschen. Weil ich wollte das Tentara nämlich noch weiterentwickeln. Oh, lass mal kaputt das rausnehmen. Weil dann kann ich dem letzten, das letzte Dings im Tentara mal kurz beibringen. Dann habe ich nämlich den Tentorx auch direkt. Kampftasche war das, ne? Ja, Kampftasche. Nee, Bonbonglas war es, da ist es. So, dann können wir den Eintrag noch. Für den Tetoxa, nein. Keine Schrei, brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir doch noch ein bisschen was getan in der Folge. So, dann gucken wir uns in der nächsten Folge diese Villa mal ein bisschen genauer an. Danach machen wir die Arena. Ja. Immer nichts viel. So, dann haben wir das auch. Und dann müssen wir auch schon fast an die 70 Pokémon besitzen. Ich glaube, da müssen wir 70 mittlerweile haben. 69 oder 70, irgendwie so ein Dreh rum. 72 haben wir mittlerweile sogar schon. Cool! Doch schon so viele. Haben wir denn das Klorak gesehen? Jo! In der nächsten Folge, wie angekündigt, machen wir uns dann mal auf und schauen uns in dieser verlassenen Villa mal um. Bis dahin. Tschüss.